Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir fahren zum Händler und verkaufen erstmal ein bisschen Materials. Und dann würde ich sagen, machen wir noch eine Mission. Denn ich habe jetzt entschieden, tagsüber machen wir noch eine Mission. Und dann müssen wir leider in die Falle rangehen, dass wir da ein bisschen aufwerten und Vollgas geben. So. Your first job was for free. Damn, this is all I can spare. So. Quest abgeschlossen, jawohl. So. Ich möchte erstmal verkaufen. Tschüss, Moped. Treue Dienste erwiesen. Kitty. Ich hätte es auch behalten können. Als Backup quasi. Aber das riskiere ich jetzt. Weil ich mich einfach freue. Wir haben ein Motorrad. So, du hast da nichts Neues mehr. Nein. Oh, you want a guarantee, huh? Well, maybe you should try Shamway. So. Er hier hat eigentlich so gar nichts mehr Geheimnisvolles, oder? So einen Kellerdurchgang hat er nicht. Nun gut. Genau, missionstechnisch würde ich gerne bei... Obwohl, warte mal, er hat ja Missionen. Die sind ja ein bisschen interessanter. 18. Tag. Die sind eigentlich dort in der Gegend. Also in den Norden fahre ich jetzt erstmal nicht, weil das ist das Schneegebiet. Wir bewegen uns mal ein bisschen westlicher. Das wäre dann bei der ersten Gen. Abholen und säubern kommen. Warum Jackass? So. Ach ja, ich wollte ja noch was gucken. Tankenmod, oder? Heißt die so? Da. Was brauche ich denn dafür? Anscheinend können wir es bauen. Nee, kann man noch. Wir können es noch gar nicht bauen. Irgendwas fehlt mir doch da. Ich weiß es nicht. Alter, guck dir das an. Sehr schön. Voll gut. Oh, ich liebe es. Jetzt haben wir echt ein Moped. Ein richtiges Moped. Das sieht aus wie der Checkpoint. Ist das der Checkpoint? Nee, das ist das Gebäude neben dran. Okay. Wo wir jetzt hinfahren? Voll gut.
Nun gut, aber dann jetzt erst mal wieder Konzentration auf die Mission. Fahren wir mal ein bisschen querfeld ein, oder? Ja. Ist das diese Shooting Range? Ach nee, das ist dieses geile Gebäude. Ja, wie gut. Ist das bitte? Das ist voll der Bunker. Ach ja, da habt ihr da. Mal schauen, wie dieses Gebäude wirklich ist. Weil dann könnte das eventuell unser neues Zuhause werden. Weil hier brauchst du ja wirklich nicht viel machen, so ungefähr, ne? Weil das Abbauen, das spare ich jetzt nicht. Militärkiste. Okay, oh, 15.000, willst du mich verarschen? 5.000. Bestimmt kommt man da von der anderen Seite rein. Neue Pistole haben wir bekommen. So, Steine. Ich hatte einfach nur Steine da, oder? Oder auch nicht.
Pass auf, dieses Reparaturkit würde ich gerne für die verwenden. Dann kann da schon mal das mit hin. Sehr gut. Da geht's auch weiter. Ach Quatsch. Ach, Abkürzung, geil. Wie gut ist das denn bitte? Okay. Schon mal offen. Das sieht schon echt mega schön aus. Die Axt bitte. Okay. Wenn ich die Dinge abbaue, kommt doch da bestimmt auch Stahl raus oder Eisen zumindest, gell? Da ist Eisen, okay. Sehr gut. Okay, weiter geht's. Heimkino ist ja voll geil. Alter Finne. So ein Dreckeligen. Da geht's noch weiter. Das ist ja riesig, das Ding. Macht dann aber auch schon wieder Angst, ne? Ja, ich weiß schon gar nicht mehr, wo es da hingehen soll. So. Ging eigentlich.
So, mit Pool, guckt sie das an. Das ist schon echt schön gemacht, also Respekt. Was ist hier für ein Durchgang? Haben wir noch einen Abstellraum? Da war ich doch schon drin, oder? Ja, da waren wir schon drin. So, jetzt bin ich da. Jetzt kann ich nach oben gehen. Oh, Alter. Uiuiui. Oh, es ist ja auch noch verschlossen. Das gibt's doch gar nicht. Gerade nicht gefällt, ist, dass da vorne so Hundekörbe sind. Da müssten ja noch Hunde sein irgendwo. Da ist einmal das, jawohl. Hör mal, haben wir es eingesammelt? Ja, gell? Ja, ist drin, ne? Das Gebiet säubern. Ah ja, guck's da an. Okay. Da geht's aber auch noch rein. Aber schaut euch das an, was für ein... Es ist schon mega, das Ding hier. Nur habe ich das Problem jetzt gerade, ich fühle mich überfordert. Hier kannst du echt was Schönes draus machen. Autsch. Hier ist noch ein Safe. Ach Gott, da geht's ja auch noch lang. Wie riesig ist das bitte? Das gibt es doch gar nicht.
So, ist aber ganz langsam. Muss ich auch nochmal reinschauen. Ja, genau wegen dem hier. Noch ein Safe. Aber ich beschwere mich nicht. Ist schön. Aber es ist echt riesig. Jetzt bin ich immer gespannt, wenn wir da gleich den Gang runtergehen, wo wir da hinkommen. Jo, nehme ich. Zack. Echt schön, aber ich muss noch mal raus. Ich muss noch mal kurz. Da war der Durchbruch. Hier durch. Weil hier haben ja noch die anderen Kisten. Jawollingen. Ich bin überlastet. Ist kein Problem nicht. Wie krass war das denn jetzt bitte? Oh, eine Scheiße, nachladen. Okay, wie komme ich da jetzt hoch? Im Fahrstuhl auch nicht. Okay, da würde es rund gehen. Jetzt pass auf, jetzt gehen wir nochmal raus. Jetzt gehen wir aufs Dach hoch. Ach so, darauf erstmal ein Bier. Boah, im Sumpf sieht das ja noch viel komischer aus. Auf jeden Fall waren die hier noch nicht. Was haben wir hier? Stofffetzen? Da wäre ein Schlüssel gewesen. So, hier müssten wir jetzt überall gewesen sein, ja? Da ist verschlossen.
Ja, sieht gut aus, sehr gut. Jetzt möchte ich nur aufs Dach. Die Wirkung des Biers müsst ihr jetzt auch gleich mal nachlassen. So, hier ist was in die Luft gegangen. Sehr schön. Okay, ist normaler Stein. Alles aufgenommen. Sehr schön. So. Okay, jetzt müssen wir rein theoretisch nur noch runtergehen. Das war ja hier in der Nähe. So, da einmal. Da. So, doch. Der Fahrstuhl. Ach du Scheiße. Jetzt haben wir alle. Jawohl. Wie gut ist das bitte gemacht? Was für ein Riesengebäude. Voll gut gemacht. Gefällt mir richtig gut. Komm, das Messing, das machen wir. Zerstören wir. Da schmeiße ich jetzt was raus. Am besten beziehungsweise, ich könnte doch hier die Hose kommen. Es gibt noch ein bisschen Blei. Was ist da? Da geht noch eine Tür rein. Das gibt's doch nicht, wie riesig das ist. Das ist ein Riesenbunker. Ich komme gerade nicht drauf klar, gell? Das merkt man. Noch ein Safe. Ja, so aufgemalt, oder was?
Das nehme ich jetzt mal nicht mit. Bin ich schon voll. Du kriegst die Tür nicht zu. Was ist denn das hier? Kein Platz mehr. Okay. Die gönnen wir uns mal, die Vitamine. Eieiei, guck dir das an. Geil. Das sieht so aus, als müsste ich hier doch ein bisschen was da lassen. Das kann da bleiben, das kann da bleiben. Da haben wir daheim genug, das weiß ich. Zack. Und ja, das nehmen wir mit. So. Spitzenmäßig, was wir hier gerade durchlaufen. Wir haben da echt einen Run, was das angeht. Mit dem ganzen Zeug. Was bin ich gespannt. Das Gold geht auf jeden Fall mit. Ja, die Elektroteile können da bleiben. Das kann da bleiben. Und die Stiefel noch mit. So. Geht das damit hin? Alles klar. Ja, ein bisschen sortieren. Weil man kann auch nicht alles mitnehmen. Stiefel kommen, die können auch weg. Leder kann da bleiben. Das Lenkrad nehmen wir mit. Das Gammelfleisch kann auch da bleiben. So, der Medizinkram.
So. Der Zement geht auf jeden Fall mit. Lass mal da. Lass mal da. Richtige Werkbank. Da wird es auch noch mal hochgehen. Da geht es jetzt in die... Ja, dachte ich mir. Aber echt schöne Idee. Voll gut gemacht. Das ist schon echt geil. Sehr, sehr geil. Warte mal, wo war jetzt die Treppe? Oder die Leiter? Hier. 21.000. Willst du mich rollen? Na, da möchte ich jetzt schon wissen, wo das da hingeht, ne? Das kannst du mir doch nicht erzählen hier, komm. Worum? Es ist doch jetzt nicht wahr hier, oder? Die hatten 15.000, okay. Bin ich gespannt, wo wir jetzt da rauskommen. Bestimmt in der Garage, oder? Ist hier nicht irgendwo ein Knopf, dass ich da schneller rauskomme? Ja, wir kommen hier aus zur Garage. Alles klar. 20.000, ja, genau. So, dann schauen wir, dass wir rauskommen. Wo ist mein Moped? Auf der Rückseite wahrscheinlich. Auf der anderen Seite. Oh, das wäre halt schon top, das Teil hier.
So. Da geht jetzt erstmal das hoch, das geht mit hoch. Das wird hier verkauft. Und das geht mit hoch. Oh, voll viel Platz, das ist so geil. Das wird alles verkauft. Und rauf aufs Moped. Wo müssen wir hin? Wir müssen dahin. Richtig gut. Das war ein mega geiles Gebäude. Hör mal. Voll gut. Servus. Hui. Wollte ich eigentlich überfahren. Hat jetzt nicht geklappt. Das ist mir schon fast zu groß für eine neue Base. Die haben das zwar jetzt gecleant. Aber das ist mir ein Ticken zu groß. Zu verwinkelt auch. Ah, voll schön. So. Grüß dich, Pups. Hey, Jack. Wipe that smirk off your face. Doing one job doesn't make us pals. Got it. Wir nehmen Stahl. So, dein Inventar bitte. Den Reifen behalte ich natürlich. Das behalte ich auch. So, guck mal. Das nenne ich doch mal richtig gut Kohle. Hier haben wir nichts mehr. No refunds. Deal's done. Now beat it, fucker. Ja, Pfitti. Wir fahren erstmal heim. So. Genau, jetzt die nächsten Folgen werden wir uns um die Falle kümmern. Ja, das war die Idee. Aber so wirklich... Ah, Material müssen wir sammeln. Das ist auf jeden Fall... Ist auch schon mal Fakt. Da können wir gleich mal nachtanken. Okay. So. Alles klar. In der nächsten Folge werden wir erstmal hier unser Beet ein bisschen behandeln. Ja, dass wir hier auch vorwärts kommen. Und dann hätte ich gesagt, machen wir uns auf den Weg da in dem Bereich und sammeln erstmal Holz. Das machen wir alles in der Folge. In der kommenden Folge. Das ist, denke ich mal, ein guter Kompromiss für die ganzen Missionsfolgen, die wir jetzt gemacht haben. Wo ich sehr, sehr froh drüber bin, dass wir die gemacht haben. Richtig gut. So, da kommen die Kohlen erstmal rein. Perfekt.
Mischkiste. Sehr gut. Da kommt der Stahl mit hin. Waffenmunition. Nee, bei Mods war das mit drin. Zack. So. Da, schön. Schöne Munition mittlerweile. Gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Autoteile. Zack. Das ist echt top. Ja, Backup haben wir hier noch. Das Fahrrad. Mhm. So. Genau. Dann würde ich sagen... Genau, erstmal beten, fahren wir da hinten in die Richtung wegen Holz. Und dann würde ich sogar noch sagen, dass wir in die Wüste fahren, weil da schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe, so rum, Schiefer, Sand und Steine. Das sind sogar drei Klappen, guck mal. Dass ich da das Material auch rankriege. So, so. So, und das geht damit hin. Fast 2000 wieder, sehr schön. Perfekt. Dann bin ich eigentlich schon recht froh hier. Da lassen wir mal ein bisschen das Wasser kochen. Sehr gut. Läuft. Läuft, 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 läuft. Ja, wunderbar. Dann, das brauche ich jetzt erstmal nicht. Das Messer würde ich gerne doch für gut nutzen. Ah, okay, hat Glück gehabt. Das lassen wir ziehen. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge erstmal hier beim Ernten. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei 7 Days to Die. Ciao, macht's gut.